Okay, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen bei diesem Vortrag an dem Sonntag. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass überhaupt irgendwelche Leute hierher kommen. Ich habe diesen Vortrag schon ein paar Mal gehalten. Wer von euch hat ihn schon gesehen? Einer. Okay, dann ist es tatsächlich für Leute ein neues Thema. Okay, dieser Vortrag geht darum, dass sich auch in der Hacker-Szene und insbesondere auch in der Maker-Szene die Tendenz entwickelt hat, so gut wie alles, was man digital an seinen eigenen Daten hat, umgangssprachlich sagt man meistens dann dazu, in die Cloud zu packen. Man hat Mailinglisten von, man hat E-Mail-Adressen von seinem Hackerspace auf den Hackerspace-Mailinglisten, die bei Gmail liegen. Man hat vielleicht irgendwann von irgendwelchen interessanteren Hackergruppen irgendwelche Mailinglisten, wo Leute die Daten, ihre E-Mails auf Gmail liegen lassen. Oder wenn man drüber geht, zum Beispiel in die USA, wo die Organisationen alle ein bisschen jünger sind, die Veranstaltungen wie Camps organisiert, stellt man dann fest, dass zum Beispiel die Tourcamp-Mailingliste bei Gmail liegt und eine Google Groups-Liste ist, die man damals sogar, glaube ich, nur mit Google-Account vernünftig lesen konnte. Das hat damals dazu geführt, dass ich mich mal so richtig drüber aufgekotzt habe bei dem Organizer der Tourcamps, das ist das amerikanische Hackercamp. Und der hat mich dann angeguckt, während ich dann 10 Minuten quasi in sein Gesicht gerentet habe und meinte so, kannst du das noch mal tun? In so 20 Minuten im Zelt? So, das klingt ganz gut. So ist es halt zu diesem Vortrag gekommen und der hat sich über die Zeit auch weiterentwickelt. Ein Stück des Vortrages werde ich da drauf mal eingehen. Kleine Umfrage von euch, wer von euch ist irgendwie in Hackerspaces oder, also erstmal so, ist Deutsch okay für alle? Das hat sich noch keiner beschwert. You don't speak German? Okay, ich versuche einfach ein bisschen langsamer zu sprechen. Wer von euch ist mit irgendeinem Hackerspace oder mit der Hackerszene im näheren oder weiteren nicht involviert? 3, 4 Leute. Werfen euch und fragen wir mal erstmal für die E-Mail. Betreibt seine E-Mail nicht selber? Also liegt bei GMX, T-Online, Google Mail. Okay, ich würde sagen, das ist ungefähr ein Viertel der Leute. Nicht selber. Ne? Also wer hat sie irgendwo bei irgendeinem Dienstleister liegen? Wer von den Leuten, die sich eben gemeldet hat, bezahlt dafür? Okay, das ist ein nennenswerter Anteil. Das ist ein Punkt, der wird später wichtiger. Wenn es dir zu schnell geht, sag es bitte einfach. Ich lebe als Deutscher in den Niederlanden und versuche auch immer alle dazu motivieren, Niederländisch mit mir zu reden, nur die werden dann manchmal zu schnell. Deswegen sag es einfach, ich kenne deine Schmerzen gerade sehr gut. Okay, wer von euch betreibt seine Mailserver selbst oder hat die Mailserver von einem Freund oder von ähnlichem betrieben oder im Hackerspace oder so? Ja, das ist gar nicht so schlecht. Okay. Erstmal zu mir. Ich bin McFly. Ich komme aus Norddeutschland, habe in Darmstadt studiert, habe dort ganz viel mit dem Chaos gemacht oder überhaupt in der Rhein-Main-Region. Ich liebe es, Capture the Flag zu spielen. Ich bin eigentlich aus Grund der Problematik, dass... Also ich war auch Student bis vor gar nicht so langer Zeit. Und ich hatte das Problem, dass ich zu ganz vielen Hacker-Konferenzen wollte, mir aber das Ticket nicht leisten konnte. Und dann habe ich festgestellt, dass die meisten von diesen Konferenzen ein Ticket umsonst raus tun, wenn man einen Vortrag hält. Und ich habe dann halt auch erwartet, naja, beim ersten Mal reichst du mal was ein, so mal sehen, was passiert. Die haben den Vortrag dann tatsächlich angenommen und ich fand, das waren alles Trivialitäten, die ich erzählt habe, aber die Leute haben das anders gesehen und deswegen gebe ich bis heute gerne Vorträge auf irgendwelchen Veranstaltungen zu verschiedensten Themen. Das mit dem Like ist so eine Sache geworden. Ich organisiere Hackerveranstaltungen, zurzeit bin ich involviert bei dem nächsten holländischen Hackercamp 2017, da ich in den Niederlanden wohne. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, fragt mich einfach, am besten nach dem Vortrag. Ich gebe da zurzeit auch regelmäßig so einen Vortrag zum Status der Orga, der SHA auf allen möglichen Chaos-Veranstaltungen auch hier. Ja, ich habe Milliways gestartet, was ihr vielleicht schon mal erlebt habt, wenn ihr auf dem Camp gewesen seid. Ich weiß noch nicht, was Milliways ist. Boah, krass, ganz schön viele.
Ja, und ich wohne jetzt seit kurzer Zeit in den Niederlanden und treibe da jetzt mein Umwesen. Bin an dem Start eines Hackerspaces namens Pixelbar beteiligt und organisiere quasi mit das nächste holländische Hackercamp. Warum dieser Vortrag? Im Wesentlichen kann man diesen Vortrag ganz kurz zusammenfassen. Und das kann auch jeder selber tun. Read the fucking Terms of Conditions. Terms and Conditions. Davon ist es übrigens auch abhängig, was von diesem Vortrag auf dich zutrifft. Nicht alle von diesen Vorträgen, alle von diesen Problemen, die im Vortrag angesprochen werden, treffen auch zwingend auf dich selber zu. Deine eigenen Problematiken. Und auch, das möchte ich gleich dazu sagen, bevor wir in eine Diskussion darüber kommen, dieser Vortrag ist über das quasi dahinterstehende Businessmodell, dass man seine Daten von quasi Dritten möglicherweise gegen umsonst betreiben lässt. Wer einen Business-Account hat, hat möglicherweise andere Erfahrungen. Also im Wesentlichen, wenn man dafür selber bezahlt, dann betreffen einen nur Teile der Probleme. Und grundsätzlich möchte ich auch sagen, die Technologie hier, das geht hierbei nicht um die Technologie. Wer seine eigene Infrastruktur betreibt und dabei zum Beispiel Docker verwendet und seine Docker-Container selber baut und im Rahmen von eines Continuous Delivery Processes in seine Infrastruktur und Buzzword verschiebt, das kann alles durchaus okay sein. So, nur weil in ganz vielen Docker-Images wget irgendeine URL pipe bash drin steht, ist es nicht, dass alles schlecht ist. So. Und PHP war nicht schlecht. Typisches Programmiersprachenvorteil. Ich meine, guckt euch Perl an zu der Zeit. All die Probleme, die PHP hatte, so kein Check von 1000 irgendwelchen Sachen, die da drin sitzen, Cross-Site-Scripting, all diese Sachen muss man selber machen. Die gleichen Probleme gibt es in Perl auch. Trotzdem gab es im Verhältnis dazu viel weniger beschissene Perl-Anwendungen. Das ergibt, der Grund dafür war nicht die Programmiersprache, der Grund dafür waren die Leute, die die Anwendungen in dieser Sprache geschrieben haben. Wer Anwendungen in Perl geschrieben hat, wusste typischerweise, was er tut. Und das waren dann halt nicht ganz so schlimme Programmiersprachen. Und bei PHP war eigentlich nicht PHP das, was so richtig fürchterlich schlecht war, sondern die Tatsache, dass ganz viele Leute, die vorher Autos verkauft haben, auf einmal angefangen haben, Webseiten im Internet zu schreiben und zum Thema, wie werte ich SQL-Abfragen in einer Datenbank, exakt so lange gelesen haben, bis die Abfrage zumindest meistens funktioniert haben. Und das war das Problem bei PHP. Aber wie gesagt, die Technologie da drin ist nicht grundsätzlich deswegen gleich schlecht, weil sie bestimmte Sachen tut oder nicht tut. Genauso sehe ich das bei den im Cloud typischerweise verwendeten Technologien, in den AWS-Services oder Docker, was zurzeit so ein ganz typisches Thema ist. Es ist nicht die Technologie, es geht dabei um quasi das Verhalten, das Laden, das Speichern seiner Daten, ohne dass man jemandem Geld dafür gibt, auf Servicen von Dritten. Ja, warum? Warum gehen die ganzen Leute überhaupt in ihren Daten in die Cloud? Der erste Grund dafür und der meistens bequemste Grund dafür ist, es ist so einfach. Man hat sich ganz schnell einen Account geklickt, man hat sich bei Amazon schnell einen kleinen Test-Account, der kein oder sehr wenig Geld geklickt, man hat seine Gmail-E-Mail, sicherlich ist ein sehr wesentlicher Grund für die meisten Gmail-User auch gewesen, dass das umsonst ist. Ich meine, es gibt ja andere Mail-Provider. So, warum seid ihr, wer von euch ist bei Gmail? Für wie viele von euch war die Tatsache, dass Gmail kostenlos ist, ein wesentlicher Punkt in der Entscheidung, zu Gmail zu gehen? Also wer wäre nicht zu Gmail gegangen, wenn er dafür hätte bezahlen müssen? Na, ich würde sagen, das sind ungefähr 2/3 von denen gewesen. Ja, welche Nachteile kommen damit? Zuerst, wenn man seine Daten, und das ist, wir sind ja auf einer Hacker-Veranstaltung, deswegen steht das da ganz oben. Wer seine Daten zu Google tut, der wird damit leben müssen, dass Regierungen Zugriff auf die Daten haben. Früher hieß das die amerikanische Regierung, heute heißt das jede Regierung. Der Provider deiner Daten kann möglicherweise den Service, den du verwendest, verändern. Das typische Beispiel für Modify Service ist, ein Dienst, der erfolgreich ist, wird auf einmal kostenpflichtig. Das hat es in vielen Fällen schon gegeben. Ich gehe dann da weiteren rein.
Der Provider kann möglicherweise die Terms and Conditions, Terms of Service, die er hat, verändern. Manchmal zu einem Punkt, dass die Benutzung für einen nicht mehr möglich wird. Es gibt eine Menge Leute zum Beispiel, die haben Netflix-Accounts und sind nicht aus den USA. Und ich meine, die meisten von euch können das Problem jetzt schon sehen. Seitdem Netflix VPNs bannt oder das zumindest mehr oder weniger erfolgreich versucht, ist das zumindest ein bisschen ätzend geworden auf seinen in den Amerika nach amerikanischem Recht gezahlt gekauften Netflix-Account zuzugreifen und auf die Sachen darin zuzugreifen. Provider might cancel service. Anybody hier, der Google Wave benutzt hat, irgendwer, der irgendwelche Google Nest Hardware hat, kennt die Schmerzen wahrscheinlich. Modify Data. Das ist nicht ganz so obvious. Da gehe ich nachher nochmal mal drauf rein. Und dann kommt ein Punkt, das hart formuliert, Steal Data. Das ist im Wesentlichen all die Fälle dafür bezeichnet, wo sich der Provider Zugriff auf die Nutzung der Daten über den eigentlichen betrieblichen Zweck hinaus dadurch verschafft. Sprich, der Provider hat danach Rechte an euren Daten, die über Rechte hinausgehen, die er braucht, um seinen Dienst selbst zu betreiben. Und last but not least, Hacker Conference, Provider might get hacked. Es könnte sein, dass der Provider gehackt worden ist. Das ist ja noch nie passiert, ne? Im Wesentlichen reduziert sich das alles auf die eine Sprache, auf die eine einzige Frage. Wem traut ihr mit euren Daten? Traut ihr jemanden, den ihr mal eine Flasche Mate spendieren könnt? Oder traut ihr einer Firma, die möglicherweise noch nicht mal im gleichen juristischen Raum wie ihr sitzt? Gibt für beides Gründe. Naja. Zuerst und obvious. Governmental Access ist mittlerweile relativ weitgehend und da kommt man, außer wenn man seine Daten im Iran wahrscheinlich auch dort nicht mehr lange speichert, nicht groß drumherum, solange der Provider auf die Daten zugreifen kann. An dieser Stelle verweise ich noch auf weitere Services, wo der Provider die Daten möglicherweise gar nicht unverschlüsselt in der Hand hat. Das gibt's auch, das ist da aber in dem Fall dann nicht bezeichnet. Aber im Wesentlichen, vor 5 Jahren hieß halt, die Daten in der Cloud zu speichern, dass halt die USA bzw. die Five Eyes drauf zugreifen können. Heute heißt es, dass so gut wie jede Regierung der Welt auf so gut wie von jedem die Daten zugreifen kann, wenn sie auch nur irgendwie sich an Gründen an den Haaren herbeiziehen kann, warum sie das muss. Also ja, auch die holländische Regierung auf die Daten von irgendwelchen Leuten aus Spanien oder Deutschland. Und das ist nicht nur Polizei, es sind meistens noch Zollämter und je nach lokaler Gesetzgebung geht das sehr, sehr, sehr weit. Deutschland haben wir meistens den richterlichen Vorbehalt. Da ist es dann so, dass die Rückweisequote von vor Gerichten im einstelligen Prozentbereich ist. Wir haben da aber noch einen Vorsprung gegenüber vielen anderen Ländern, wo es diesen richterlichen Vorbehalt gar nicht mehr gibt, wo halt der Zugriff auf diese Daten direkt einfach nur der Entscheidung des ermittelnden Polizisten, Staatsanwalt oder wer auch immer den Zugriff dafür hat. In manchen Ländern muss man Gründe dafür angeben, warum man jetzt über eine Maske auf etwas zugreifen muss. In anderen Ländern ist das einfach blanker Zugriff. Wie ihr seht, ich arbeite jetzt mal die Punkte von vorhin runter. Der typische Punkt von Provider might modify a service and update stuff ist halt tatsächlich, dass man Geld bezahlen muss für etwas, was vorher kostenlos war. Und das ist leider sehr häufig das Geschäftsmodell von den Firmen, wenn sie zu dem Zeitpunkt kommen, wo sie groß geworden sind mit der Tatsache, dass sie ganz vielen Usern irgendwas freigegeben haben und irgendwann 6 Millionen User haben und ein riesiges Handelsvolumen, also nicht ein riesiges Wert an der Börse haben, aber langsam mal mit einer Idee rüberkommen müssen, wie wir das Ganze jetzt in ein Businessmodell verwandeln. Dass also aus den ganzen vielen Usern auch einen Payment-Stream, einen Revenue-Stream erwächst, was dann so gerne gehörte Worte sind. Und das heißt dann entweder Werbung, meistens mit entsprechender hoher Personalisierung, oder in vielen anderen Fällen, dass halt die vernünftige Nutzung des Dienstes in eine zahlungspflichtige Nutzung
umgewandelt wird. Provider might cancel service. Ein Provider, es kann sein, dass der Provider den Dienst, den er bisher angeboten hat, einstellt. Wie gesagt, das hat es in vielen Fällen gegeben. Manchmal ist der Grund dafür der Konkurs der Firma, manchmal ist der Grund einfach auch dafür, dass die Firma sich entschieden hat, dass dieses Projekt, was man mal angeschoben hat, nicht die Umsatzerwartungen in die Zukunft erfüllt, die man dabei so hatte. Beispiele dafür sind der Google Reader, Google Wave, Google Health, einige von den Nest-Produkten, die Google angeboten hat, funktionieren nicht mehr, weil Google sich entschieden hat, sie nicht mehr zu unterstützen. Das ist auch so ein anderer Punkt. So, irgendwas funktioniert nicht mehr, weil sich ein Provider entschieden hat, so das ist jetzt End of Service und das kriege ich jetzt keine Updates mehr oder ähnliche Punkte. GeoCity ist für die ganzen Leute, die ganz früh im Netz gewesen sind, ein Punkt gewesen. Da haben ganz am Anfang des Internets, für all die von euch, die zu jung dafür sind, so zum Anfang des Internets gab es einen Provider, da konnte man sich umsonst Homepages klicken. Und dann gab es einen Provider-Baukasten dazu. Da konnte man sich in diesem Baukasten eine eigene Webpage klicken. Und typischerweise die Ergebnisse davon haben immer ganz toll geblinkt. Und also es war eine grausame Vergangenheit. Und seid wirklich froh, dass ihr sie nicht erlebt habt. GeoCity ist da... GeoCity ist mit Schuld daran gewesen. Nächstes Beispiel, was halt so ein bisschen so ein Punkt ist, Mega-Upload. Mega-Upload hat sicherlich einen sehr hohen Anteil von illegalen Datentausch auf ihrer Plattform gehabt. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem sagen, dass eine weit überwiegende Mehrheit der Daten, die dort getauscht worden sind, wahrscheinlich legal getauscht worden sind. Und wer sein Businessmodell darauf gebaut hat, guckt halt möglicherweise in die Röhre und die ganzen Daten waren auf einmal weg. Dodgeball, Microsoft Tune, da hat von euch das gehabt? Haben wir hier First-Hand-Erfahrungen im Publikum? Microsoft Tune ist ein Music Player gewesen, ist halt quasi ein Stück Hardware gewesen, was ein DRM auf der Musik implementiert hat. Und quasi ohne funktionierende Server von Microsoft konnte man seine eigene Musik nicht mehr hören. Und Microsoft hat sich zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden, dass dieser Service nicht gut genug funktioniert und halt die Server abgeschaltet, was halt zum Ergebnis hatte, dass die ganzen Leute von, naja, wenn man seine E-Mail gelesen hat, hatte man 14 Tage Zeit, die Musik als MP3 runterzuladen. Wer seine E-Mail nicht gelesen hat, hat möglicherweise einfach irgendwann morgens den Player benutzen wollen und festgestellt, dass er auf die ganze Musik nicht mehr zugreifen kann. Habt ihr Fragen bis hier? Archiveteam.org hat auch ein Problem gehabt, dass sie keinen, das ist nicht Archive.org, das war so ein ähnliches Projekt, die haben dann irgendwann versucht, Geld dafür von Webseiten zu verlangen, dass die dann archiviert werden und die haben dann also eine kurzfristige Suche nach einem vernünftigen Businessmodell gehabt, bis sie dann mit ihrem Dienst mehr oder weniger komplett wieder eingepackt haben und gesagt haben, so nee, das lassen wir und das wurde dann auch so, ist jetzt aus. Ja, also es gibt halt also gerade ganz häufig ist dieser Punkt halt damit zu tun, dass irgendjemand eine geile Idee hatte und irgendein Startup-Investor hat von der Idee gehört und dem ganz viel Geld gegeben, da ist eine Firma draus geworden und nach 2-3 Jahren hat man sich dann halt überlegt, wie man da jetzt ein Geschäftsmodell draus machen muss. Das hat nicht funktioniert, dann haben die Investoren das Geld wieder rausgezogen und dann ist das ganze Projekt im Bach untergegangen. Ich glaube, das war so ein nicht unüblicher Lebenszyklus für durchaus einige Sachen, die es so aus dem Silicon Valley rausgegeben hat. Eine Frage? Ich weiß es nicht mehr. Das schleppe ich schon seit dem ersten Foliensatz mit mir rum. Das hat jemand in den Rund geworfen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mir mal vorgenommen, es nachzugucken, aber nicht in der letzten Zeit getan. Genau. Crowdsourcing, was ist Dodgeball gewesen? Provider might modify data. Not so obvious, weil wir es in Deutschland auch nicht so einfach haben und weil das bei uns halt das üblichste Beispiel dafür vielleicht gar nicht so auffällt. Aber wer von euch mal länger Zeit in Amerika verbracht hat und einen amerikanischen YouTube-Account hat, kann ja mal versuchen, Fuck zu sagen in dem YouTube-Video. Was es hier häufiger gibt wegen der GEMA ist, dass Musik aus Videos entfernt wird. Also meistens die gesamte Tonspur. Und
man könnte, wenn man wollte, die das ständige wieder zurücksetzen der Privacy-Settings und Facebook darunter setzen, dass halt ein Provider ständig Data modifiziert. Die Argumentation, ob Data und Konfiguration hier gleich ist, würde ich dann nach dem Vortrag führen. Aber im Wesentlichen, das ist sowas, was einem gar nicht so häufig auffällt, weil das einfach meistens unter der Filterwahrnehmung ist. Die Sachen, die wirklich obvious sind, sind wirklich auf YouTube Fuck sagen oder Musikspur drauflegen, auf die man keine urheberrechtlichen Rechte hat oder wo sich die GEMA nicht mit YouTube über die Verwendung dieser Musik einigen will, bla bla bla. Da werden Daten von einem modifiziert, ohne dass man da wirklich Einfluss drauf hat oder eine Zustimmung gegeben hat. Ich meine, wenn man ein Kunstvideo produziert, wo aus künstlerischen Gründen im Rahmen der Meinungsfreiheit das Wort Fuck vorkommt, dann ist das juristisch völlig okay, aber das kannst du ja mal versuchen mit Google, mit YouTube zu diskutieren, warum die das Fuck an dieser Stelle rausbiepen, ist völlig unmöglich. Ich habe mal mit einem europäischen Künstler genau diese Aktion gehabt, der sich dann darüber aufgeregt hat, dass seine Kunst in Amerika halt anders dargestellt wird und er keine Möglichkeiten zur Einflussnahme da im Wesentlichen hat. Provider might steal data. Der Provider könnte sich mit euren Daten davon machen oder die Daten nutzen. Das ist jetzt eine sehr provokante Formulierung dafür, dass einige Provider ihr Geschäftsmodell darauf bauen, dass man gar nicht Daten bei ihnen speichert, sondern nur die komplizierte URL auf die Daten bei ihnen speichert. TinyURL und bit.li sind da schöne Beispiele. Lest euch mal die Terms of Conditions zu. Da steht nämlich im Wesentlichen drin, du verpflichtest dich, keinen Zugriff auf Daten zu teilen, auf denen, für das du nicht das Urheberrecht hast. Und wenn du das Urheberrecht hast, gibst du uns jetzt hiervon eine Kopie davon, dass wir das danach quasi vollumfassend verwerten dürfen, inklusive Verkauf an Partner, was im Wesentlichen jeder ist, der dafür bezahlt, inklusive der Business-Ideen, die da zum Beispiel drinstehen. Also das ist wirklich interessant, weil auch gerade diese Dienste sehr explizit in ihre Terms and Conditions reinschreiben, was sie eigentlich jetzt gerade mit deinem Okay von dir jetzt alles kriegen. Und das ist dann schon so ein Ding, wo man eigentlich gar nicht so wirklich mit gerechnet hat, weil man hat die Daten ja noch nicht mal da gespeichert. Also gerade TinyURL, da hat man ja nur die URL hingegeben, dass die aus der URL eine kurze URL machen, die halt halbwegs brauchbar auf Twitter zu teilen ist. Wenn man Pech hat, hat sein Client für einen selbst gemacht. Ist übrigens juristisch interessant, weil das ist möglicherweise eine fehlende Zustimmung. Und noch so ein Punkt ist Instagram. Es gibt Gazillions von Bildern, die über Instagram geteilt werden, aber das Geschäftsmodell von Instagram ist es, Bilder als eine Art Fotoagentur zu verkaufen. Nur wir bezahlen halt die Fotografen nicht. Wir richten eine Webseite ein und geben die Möglichkeit, dass sie die möglichst toll sharen können. Und dafür gibt's Millionen von Fotografen weltweit, die für die Firma Instagram Fotos fotografieren und dann die Rechte an Instagram abtreten, die dann als Bildagentur an Dritte verkaufen darf für alles Mögliche. Steht in den Terms of Conditions drin, das müsst ihr mal lesen. Der Dienst dreht sich vom Geschäftsmodell kein Stück darum, Leuten die Möglichkeit zu geben, irgendwelche Bilder untereinander zu tauschen oder das per Werbung miteinander zu finanzieren. Instagram ist eine Bildagentur. Und wer von euch wusste das vorher schon? Das sind schon erstaunlich viele. Wir sind hier im richtigen Publikum. Der Provider könnte seine Daten nutzen, könnte deine Daten nutzen für irgendwas, was er vorher oder was dir zumindest vorher nicht klar gewesen ist, weil du die Terms and Conditions natürlich nicht gelesen hast. Die zwei interessantesten Punkte sind, also ich teile häufiger über meine eigenen Server mit irgendwelchen Leuten Daten, das heißt, ich gebe denen dann eine URL auf zum Beispiel einen Film, wo ich dann auf den Logfiles sitze und warte, dass er drauf geklickt hat, damit ich ihn danach wieder entfernen kann, weil ich nicht will, dass das ganze Internet den kriegt. Und während man dann so auf die Logfiles starrt und im Skype den Link shared, wird man feststellen, dass Skype sich den Link fetcht. Das ist übrigens laut Terms of Condition nur dazu, um zu verhindern, dass malicious Code auf deinen Computer kommt. Und sie sind sogar so schlau, dass du, wenn du das Passwort kurz davor oder danach angibst, dass sie das HTTPS-Passwort daraus aus den Zeilen davor und danach
extrapolieren können. Und die probieren dann so ein bisschen rum. Da kriegst du dann so 20 Zugriffe mit verschiedenen Passwort-, User-Passwort-Kombinationen. Steht alles schon ins Logfile. Ist ganz lustig. Müssen wir ausprobieren. Und was halt mal eine Zeit lang ganz böse war, bis LinkedIn da richtig böse einen auf die Finger gekriegt hat. Bei LinkedIn wird man quasi ständig dazu gedrängt, einem per OAuth Access auf die Adressbücher zu geben, die man bei möglicherweise Google, Facebook oder ähnlichen Sachen gelagert hat. Eine Zeit lang, bis amerikanische Gerichte das für illegal befunden haben, hat Google sich dann auch gleich eine Mühe gegeben, im deinem Namen eine E-Mail zu verfassen und alle deine Kontakte zu schicken, dass du jetzt bei LinkedIn zu finden bist und dass man bitte die Kontaktdaten austauschen muss. So, wer sich schon mal gewundert hat, dass man von anderen Leuten dann so, hier, ey, ich bin jetzt, warum schreibst du mir, dass ich bei LinkedIn bin? Dass du bei LinkedIn bist. Ja, last but not least sind zumindest dieser Reihe, Provider might get hacked. Das war eine Zeit lang ganz lustig, diese Liste zu aktualisieren. Und irgendwann ist das dann so ein bisschen langweilig geworden. Also, Sony. Die sind, glaube ich, nicht nur einmal gehackt worden, sondern also ich würde jemanden, der weiß, wie oft sie gehackt worden sind, in den letzten 5 Jahren, würde ich glatt ein Bier spendieren, wer das weiß. GoDaddy, Dropbox hat die Kundendaten verloren, AT&T ist darauf die Lücke eingefallen, dass man die Kundennummer in die OAuth reingepackt hat und die Kundennummern streng monoton steigend vergeben hat und der eigentlich einzige Zugriff darauf die Kundennummer war. Übrigens inklusive solchen Sachen wie dem PIN-Code für die SIM und die Zugangsdaten für die verwendeten Sachen von den Apple-Services, die damals über AT&T verkauft worden sind. Und das war wirklich, also ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich ein Hack ist oder ob das einfach nur wirklich saudämliche Systemarchitektur ist. Valve, Blizzard, Living Social und da gibt es jetzt 2 Gruppen, wo man immer gucken kann, für wen war es halt empfindlicher. Das ist eine europäische Gruppe, für euch war wahrscheinlich GitHub. Der Datenleak auf GitHub, den es mal gegeben hat, empfindlicher als Ashley Madison, die, wenn ich das, den Vortrag im amerikanischen Publikum halte, immer eine größere Trefferquote hat. Also ich habe mal in diesen Leak reingeguckt und das mit meinem Adressbuch abgeglichen. Das ist übrigens ganz interessant. Wo sind wir zeitmäßig eigentlich? 44, wir haben noch Zeit. Okay, wer sich jemals mit solchen Links beschäftigt hat, für eine kleine Nebengeschichte, die Zutaten, die man dazu haben will, Elasticsearch, eine Möglichkeit, die ganzen Leaks dort passend reinzuwerfen und dann ein bisschen Skriptzeug drumherum, das mal mit eigenen Daten abzugleichen. Also A, natürlich, um zu sehen, ob deine eigene Adresse irgendwann mal geleakt ist. Oder ob du selbst irgendwelche Daten irgendwo hast, die möglicherweise verloren gegangen sind, ob deine Freunde irgendwelche Daten haben. Oder halt im Fall von solchen Sachen wie Ashley Madison kann man sich auch einfach mal umgucken, was dann das restliche Adressbuch dort zu finden ist. Und das war manchmal durchaus erhellend. Also ich denke, dass solche Leaks gerade in solchen Fällen ein bisschen hoch zu dem Potenzial für Erpressungen halt ein durchaus manchmal sehr negative, dass das eine durchaus realistische Gefahr ist, wenn größere Datenmengen geleakt werden. Fragt mal Hillary Clinton nach ihren E-Mails. You and your provider. Diese ganzen Sachen, die wir jetzt haben, Bolt down, sage ich immer. Die ganzen Sachen, die wir haben, lässt sich wirklich auf im Wesentlichen eine Frage reduzieren. Inwieweit sind deine Interessen und die Interessen deines Providers ähnlich, überschneidend, deckungsgleich oder vollkommen unterschiedlich? Im Wesentlichen kann man sagen, alle Provider und in vielen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, sind viele Geschäftsformen schlicht und einfach dazu verpflichtet, danach zu streben, Geld zu verdienen. Das ist der Zweck einer GmbH, ist die Definition dafür zum Beispiel. Also dieser alte Spruch, also Firmen sind nur daran interessiert, Profit zu machen. Das geht runter bis in die Gesetzgebung. Und ja, das ist halt wirklich so. Profit zu machen ist das primäre Ziel von Firmen. Deine Daten privat und sicher zu halten, ist im Interesse des Providers. Und zwar genau so lange, wie das für ihn einen finanziellen Vorteil hat. Wenn man ein soziales Netz betreibt und gehackt wird, dann ist quasi das Risiko da drin, dass die Leute das Vertrauen verlieren in das Netz und dir deswegen die User weglaufen. Das ist die Rechnung, die du das sind die Kosten, die du hast
von ich habe keine Sicherheit. Und das ist schlicht und einfach eine Abwägung, typischerweise. Und im Wesentlichen kann man sagen, der einzige Provider, der ultimativ wirklich die exakt gleichen Interessen hast wie du, bist du selbst. Ich würde das für das normale Wesenleben etwas erweitern. Ich sag im Wesentlichen, also wem vertraut man, wessen Interessen sind mostly aligned. Ich vertraue typischerweise noch Leuten zum Beispiel in meinem Hackerspace oder in meiner Gruppe, in der ich mich befinde. Leuten, ich sag das immer ganz gerne platt, so Leuten, denen ich einen Whisky ausgeben kann und denen ich einen dritten Arsch geben kann. Das sind Leute, bei denen diese Frage hier nach der Gleichförmigkeit der Interessen von dir und deinem Provider am ehesten gegeben sind. Bei Geschäftsprovidern ist das meistens sehr selten so. Und das ist der Grund für diese ganze Diskussion. Nächster Punkt. Ich rufe jetzt nicht dazu auf, dass ihr alle sofort losrennt, zumindest die nicht wissen, wobei es darum geht, euch bei Hetzen an Root-Server zu klicken. Und dann jetzt dort versuchen, mit einer Fortbildung von 5 Minuten alle eure Daten dort zu lagern. Möglicherweise könnte das tatsächlich sogar fast fahrlässig sein. Aber im Wesentlichen möchte ich sagen, das Ganze hier ist eine Hackerveranstaltung und ganz früher ist es mal so gewesen, dass man auf entsprechende E-Mail-Listen nur gekommen ist, wenn man seine Mail nicht bei einem Free-Mail-Provider hatte, so zum Beispiel T-Systems oder T-Online damals, war es zum Beispiel einfach nicht so, dass man dich auf intern von CCC einfach nicht subscribed hat. Da musste man schon irgendwen finden, der in irgendeiner sinnvollen Art und Weise einem die E-Mail hostet. Und das ist nicht immer ganz einfach und hat so ein paar Risiken. Im Wesentlichen der Punkt, wenn ihr eure Sachen in die Cloud packt, skalieren viele von den Angriffen, sowohl, wenn man es mal so sagt, von den Angriffen durch eine Regierung, die Zugriff auf meine Daten haben will, auch als auch Angriffe von Hackern, die einfach nur Interesse dran haben, weil sie Bock drauf haben, eine riesengroße Plattform aufzumachen und alle Daten, die da drin sind, zu leaken. Im Wesentlichen ist es, Angriffe auf Cloud-Infrastrukturen skalieren deutlich besser. Und die schiere Menge an Daten, die dort drin sind, macht sie als Angriffsziel interessant für beide von den Gruppen. Wenn man jetzt einen Server selbst betreibt, wird der Aufwand, den Server aufzumachen, bedeutend höher. Wenn ich meinen Server auch noch tagesaktuell mit Updates versorge und ein bisschen drauf aufgepasst habe, dass die Konfiguration nicht unsicher ist und sowohl ein OpenWAS als auch ein Burp-Scan keine Auffälligkeiten auf diesem Server mehr findet, dann kann ich euch schon sagen, dann wird das in den USA zumindest mindestens ein Fall für die Tailored Access Group, die sich dann um euren Server kümmern kann. Speziell, das wird Handarbeit und ist sehr aufwendig und wird einfach sehr unwahrscheinlich, dass es passiert, solange ihr nicht Billenladensbuchhalter oder Provider seid. Und in vielen von diesen Fällen, wo man sich die Sorgen macht, dass halt auf seine Daten zugegriffen werden kann oder sehr wahrscheinlich wird, reicht es aus, diese Ebene des Zugriffes darauf einfach ein bisschen anzuheben. Sein eigenes Cloud-Daten-Store-System, wie zum Beispiel C-File zu haben, seinen eigenen Java-Server zu benutzen, Java hat das Problem jetzt nicht so doll, seinen eigenen Kommunikationsserver zu haben, seine eigenen E-Mail-Server zu betreiben oder zumindest das in einem Hackerspace in der Nähe zu machen. Okay, die Formulierung ist schon ein bisschen anders. Latest ist inzwischen nicht mehr ganz so aktuell. Ich halte diesen Vortrag schon ein bisschen länger, seit dem Tourcamp 2009. Die ganze Argumentation war früher deutlich schwieriger, um es mal so zu sagen. Heutzutage sitzt jetzt da das Publikum so, ja, erzählst du Trivialitäten, wissen wir alles. Da fahren wir alle 2 Tage frisch aus den Nachrichten, was jetzt wieder gerade mal frisch rausgekommen ist. Snowden hat da sehr viel geändert und hat ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass diese Problematik tatsächlich existiert. Man sieht seit diesem Zeitpunkt, insbesondere in der amerikanischen Hackerszene, aber auch in anderen europäischen Hackerszenen und teilweise bei den Deutschen wieder eine Neigung dazu, seine Sachen teilweise selbst zu betreiben. Ich habe immer noch die gewisse Hoffnung, dass einer dieser Vorträge auch zumindest für den einen oder anderen Server eine Inspiration gegeben hat. Aber wahrscheinlich bilde ich mir das ein.
Prism, dass das im Wesentlichen das Hauptprojekt, was Snowden aufgedeckt hat, oder eins der vielen Projekte, die Snowden aufgedeckt hat, was halt einen Zugriff auf eure Daten, insbesondere wenn sie halt bei diversen Providern gelagert sind, gegeben hat, ist nicht das erste Projekt. Wer sich ein bisschen mit dieser Szene und dieser ganzen Thematik beschäftigt, stellt fest, dass solche Sachen, Trailblazer, Blazer, Turbulence, das geht bis zurück in die 80er, wo die amerikanischen Dienste schon erkannt haben, dass dieses Internet, dieses, das war da gerade entsteht, auch eine entsprechende Überwachungsstruktur braucht. Nichts davon ist was Neues. Nichts davon war davor auch total unbekannt, gerade hier im Umfall der Paranoiker und Verschwörungstheoretiker des Chaos Computer Clubs. Ich habe schon lange von solchen Projekten gehört. Ich habe dann immer so ja gesagt. So, das kann zwar so sein, dass sie das machen und vielleicht ist es auch ein Stück weit erfolgreich, aber so richtig gefährlich habe ich das nicht gesehen. Durch Snowden haben wir gesehen, dass diese gesamte Sache A, nichts Neues ist. Also eine ganz wichtige Erkenntnis für mich ist, 9/11 ist nicht der Grund gewesen, warum die damit angefangen haben. Das war schon immer so. Nur heutzutage sind es halt auch noch alle anderen Regierungen. Prism ist also einfach nur das, was zum ersten Mal eine wirklich große, weitreichende Mainstream-Media-Coverage gekriegt hat. Alle anderen Produkte, Projekte, die es davor gegeben hat, sind in entsprechenden Spezialmedien durchaus öffentlich gewesen. Es gab so ein paar mehr oder weniger umfangreiche Wikipedia-Artikel dazu. Aber selbst hier im Chaos-Umfeld wussten die wenigsten von der Existenz auch nur von dieser Projekten vorher. So, jetzt habe ich euch die ganze Zeit erzählt, was ihr alles nicht tun sollt. Jetzt kommen wir mal dazu, was nämlich halt dazu die Konsequenz ist. Ich rufe an dieser Stelle jetzt dazu auf, dass ihr nämlich, zumindest alle die, sich vorhin mal gemeldet haben, dass sie ihren ganzen Mails und all ihre ganzen anderen Sachen selbst betreiben, vielleicht mal Gedanken machen, wie man den ganzen Zeug selber betreiben könnte. Aus meiner Sicht ist eine gute Anlaufadresse für sowas euer lokaler Hackerspace. Oder eure lokale Gruppe, die vielleicht nicht unbedingt regional ist, dass ihr euch da zusammentut und das Ganze selber betreibt. In den ganzen alten Chaos-Treffs, also in Karlsruhe zum Beispiel, ich glaube, ihr vergebt auch E-Mail-Adressen, ne? Ist da Karlsruhe hier? Kein Karlsruhe hier. Diverse Chaos-Treffs und Erfurt-Kreise haben früher E-Mail-Adressen vergeben. Der Jabber-Server, den die ganzen Gruppen untereinander möglicherweise noch haben, weil Jabber-CCC.de ist ja manchmal instabil. Also ich finde das immer lustig, wenn Jabber-CCC.de 2 Tage Web ist, danach gibt es immer doppelt so viele Jabber-Server. Vielleicht sollten wir einfach solche zentral genutzten Sachen regelmäßig ausschalten. Also, tut euch mit den Hackerspaces zusammen. Wirklich, wie gesagt, meine Empfehlung ist, sucht euch irgendwelche Leute, die Sachen für euch betreiben, wenn ihr das nicht selber tun wollt, die eine Armlänge von euch entfernt sind, denen ihr, wenn es wirklich was Gutes ist und ihr es wirklich gut benutzt habt, eine Flasche Whisky spendieren könnt oder mal ein Bier, wenn das Zertifikat getauscht werden musste und es deswegen total stressig 2 Stunden lang für die war. Aber auch zu denen da hingehen könnt, wenn sie ihre Daten in die, eure Daten in die USA verkauft haben oder so, dass man denen dann notfalls einen Hintertritt verpassen kann. Das wäre meine Empfehlung hier. Wer von euch ist in einem Hackerspace der oder in einer Gruppe, die auch wie auch immer Services anbietet? Zehn, würde ich mal sagen. Bei wem werden Mail-Server geboten? Das ist so das Üblichste, ne? Adressbuch, Buch, Kalender. 2. Mailinglisten, wahrscheinlich auch überall. Ja, sieht auch gut aus. Blogs, also dass es einen Blog gibt, wo jeder quasi seinen eigenen Outdoor-Stream durchaus haben kann. Gibt's auch bei euch. GitHub-Zeug, Diaspora, ähnliche Sachen, weniger, siehst du, da wird schon weniger. Servers, Network, VPN und ähnliche Sachen. Nochmal 3. Ja, wir machen das bei Miliway schon länger. Wir haben dafür, oder ganz ursprünglich, hast du das gebaut oder ganz ursprünglich hat Rivana das gebaut, das ursprüngliche Skript? Das in Miliways. Das hast du gebaut. Also wir haben bei Miliways ein Skript, wo es quasi ein Webinterface gibt, wo Leute sich einen Account klicken können. Da wird dann eine MySQL-Datenbank geschrieben, bis ein Administrator kommt und dann wird dieser Admin-Account umgeschrieben in eine LDAP-Datenbank.
Und das ist das Schöne, weil gegen LDAP kann man nämlich all diese Sachen dann authentifizieren lassen. Also wir haben zum Beispiel unseren eigenen C-File. Wir hatten eine Zeit lang mal einen Redmine, was zurzeit nicht funktioniert. Wir haben E-Mail, Jabber, Kalender-Service, Dropbox, nicht Dropbox, OwnCloud. Ist zwar total Grütze, wenn es da geht, darum geht, Daten zu scheren, aber die Kalender und die Adressbuchfunktionen von denen sind gar nicht so schlecht. Ja, da kann man viele Sachen dranhängen. Da kann man den Account zum Einstellen von Blogartikeln auf dem WordPress des Chaos-Treffs dranstellen, dass halt wirklich jeder, wenn er ein quasi Member wird oder aktiv in einem Space wird, sich einen LDAP-Account klickt und dass halt dann einfach alles vom GitHub über das Blog, über E-Mail-Adresse, über Jabber und so weiter funktioniert. Das mal so für drei Leute, die sich mit dem Thema so ein ganz klein bisschen auskennen, mal ein erweitertes Wochenende zusammen sitzen und das Ganze auf einem Server einmal aufsetzen und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also das würde ich euch, wir sind ja schließlich alle Hacker hier, ne? Das ist eine Hackerveranstaltung. Das würde ich euch wirklich allen sehr nahelegen. Ja. Der Wechsel der Kultur, der weggewechselt ist von dem, wir betreiben alles selbst, zu betreiben es in die Cloud. Ich denke, dass der Wechsel zurück, mehr eine Hoheit über seine eigenen Daten zu haben, zurzeit durchaus stattfindet. Nicht immer unbedingt dadurch, indem man seine eigenen Daten wieder selber betreibt, aber sehr häufig einfach auch Daten, dass mehr und mehr Dienste anfangen, die Daten mittlerweile vernünftig zu verschlüsseln. Snowden sei Dank. Ja. Das so im Wesentlichen ist der Punkt. Und ich, zeitmäßig sind wir, glaube ich, auch ungefähr da. Habt ihr denn Fragen? Ja. Das Problem ist, wenn dann zum Beispiel dein Server ist down, brauchst du trotzdem meine anderen Server für Monitoring und so weiter. Ja, durchaus valide. Ich löse das dadurch, dass ich E-Mail-Adressen mit anderen Leuten tausche, die sowas auch machen. Also ich habe einen virtuellen Server, ich habe zum Beispiel Backup-Funktionen für andere sichergestellt, die zu die jetzt auf meinen Server backuppen und zumindest einige meiner Server, wie ich dann festgestellt habe, als er kaputt gegangen ist, nicht alle, werden auch zu Freunden weggebackupt. Also es ist durchaus sinnvoll mit anderen Leuten, ich denke, es sind einige hier im Publikum, und ich glaube auch, dass wir dir notfalls vielleicht sogar weiterhelfen können. Es ist normalerweise sehr hilfreich, sich andere Leute kennenzulernen, die quasi auch Server zu betreiben und quasi so ein Tausch hier. Ich gebe dir eine virtuelle Maschine, du gibst mir eine virtuelle Maschine. Das funktioniert meistens ganz gut. Da kann man dann Secondary im MX aufsetzen, da kann man Sachen per AirSync hin backuppen, die wichtig sind, oder unser Monitoring drauflegen. Also schwere Empfehlung. Tauscht virtuelle Maschinen untereinander. Eine weitere Frage. Ja, deren Code ist, glaube ich, sogar verfügbar. Also die machen sich noch nicht mal die Mühe. Der Code, der ist komplett verfügbar. Wenn du eine kurze URL hast, kannst du es ganz einfach selber betreiben. Wir haben im GitHub nach sowas geguckt. Gibt echt bestimmt 15 URL-Shortener-Projekte auf GitHub, die du aufsetzen kannst. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist eine kurze Domain und ich empfehle dir, nicht in dem com.de oder sonst die üblichen Domainraum sich umzugucken. Auf Inseln im Pazifik gibt es teilweise noch zweistellige Domains. Ich sage an der Stelle nicht, dass es faule Leute in der IT gibt, die ihren Job deswegen nicht richtig machen. In der Realität ist es häufiger so, dass es in Firmen Prozesse gibt und die sind manchmal historisch gewachsen. Und wenn eine Firma primär nicht unbedingt Internetprodukte macht, ist diese Prozesse bis zu einem größeren Incident manchmal nur teilweise kompatibel mit den Realitäten dieses Internets und dieser Technik dort. Das wäre aus meiner Sicht eher eine Erklärung für die Tatsache, ich würde jetzt nicht Leute pauschal der Faulheit beschuldigen.
Und natürlich ist interessant, wenn ganz viele Daten irgendwo rumliegen, ist das mehr interessant, als wenn du jetzt von 8 irgendwie Hackern irgendwelche E-Mails hast. Also A, es gibt Provider im CaaS-Umfeld, wo du Server hinstellen kannst, die vertrauenswürdiger sind. Wieske in Hamburg ist ein Anlaufpunkt, IE in Berlin ist dann zum Beispiel für mich so ein Anlaufpunkt, wo du auch eigene Hardware hinstellen kannst, die du auch nerdmäßig kreativ etwas mehr für Gegenzugriffe sichern kannst als Standard-Hardware. Also das Nightmare von dem typischen Krypto-Nerd, der da versucht, seinen eigenen Server zu bauen mit Festplattenverschlüsselung, ist ja immer der Cold-Boot-Attack. Und man kann auch da zum Beispiel Sachen machen, sowas deutlich zu erschweren. Also ich gehe zu Providern, wo ich meine eigene Hardware hosten kann. Das ist ein bisschen mehr komplizierter zu gucken, aber es gibt im CaaS-Umfeld welche. Meine persönlichen Erfahrungen ist IEZ 42 in Hamburg und IE in Berlin. Ja, also für mich A-Punkt ist schon, wenn du dafür bezahlst, ist es meistens schon ein bisschen besser, als wenn es umsonst ist. Punkt 1, weil dann bezahlst du die quasi direkt das Produkt. Und es gibt ja diesen berühmten Satz, wenn du nicht dafür bezahlst, bist du das Produkt. Deswegen so für mich einer der ersten Indikatoren, dass ein Service möglicherweise okay ist, ist, dass die, wenn auch wenig Geld dafür wollen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof. Außerhalb von Chaos-Treffs. Und ja, es gibt die Aussagen, die ich getroffen habe, sind sehr generalisierend auf alle Services und alle Provider und alles davon, was es davon gibt. Im Grundsätzlichen gibt es auch Provider, die durchaus total cool sind. Auch Lavabit war in der Form ein Cloud-E-Mail-Provider und sie haben sich als relativ cool auch in der Vorgehensweise herausgestellt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles grundsätzlich schlecht ist. Aber ich glaube auch aus praktischer Erfahrung, dass das Wissen von Leuten in diesem Raum, nachdem sie sich einen Server vielleicht jetzt gekauft haben und den betrieben haben. Und ich denke, dass typischerweise zumindest nach 3 Monaten ein Zustand erreicht ist, dass das vergleichbar sicher ist wie industrielle Sachen. Also mein Tipp ist immer, wenn Burp und Metasploit nichts mehr findet, dann seid ihr schon mal gar nicht mehr so schlecht dabei. Ich finde es, wenn es der einzige Ort ist, wo du deinen Code hast, vielleicht nicht so geil. Ja, wenn es ein... ist halt Git so. Typischerweise hast du es auf deinem Laptop und wenn GitHub jetzt zumachen würde morgen, dann... Das stimmt. Also prinzipiell, nicht alle von den Sachen ging halt darum, dass der Provider sich bereichern will. Es gibt andere Gründe, warum das Ganze negativ ist. Ich denke, GitHub hat auch schon erfahren, dass das mit der Sicherheit nicht unterschätzen sollte und dass sie persönliche Daten von ganz schön vielen Leuten dort auf ihren Rechnern haben. Ich finde, GitHub ist für mich so ein bisschen wie Facebook für Softwareentwickler. Weitere Fragen? Ja. Also Services selber betreiben, Mail-Server heutzutage, was aus der Tüte fällt, ist schon einigermaßen sicher. Also man kann einen Mail-Server zum offenen Relay umbauen, aber da muss man sich schon aktiv in den Bus schießen. Ja. Ja, genau. Debian auf
Also Postfix auf Debian zum Beispiel ist in der Default-Konfiguration, wenn du eine Domain hast, kannst du das in sehr kurzer Zeit aufsetzen und die Default-Einstellungen sind auch also ungefähr sinnmachend. Ne? So, das sei im Fallen von DKIM und diversen Spam-Sachen, die dann heutzutage man eigentlich noch auf seinem Mail-Server haben will, man diese Geschichte gern auch beliebig komplizierter nachgestalten möchte, gerade wenn man zum Beispiel anfängt, Handblocklisten zu pflegen und ähnlichen Zeugs zu tun, ist eine andere Stelle, deswegen andere Sache, deswegen übertreibt es dort nicht, aber ich denke, dass das für Leute in dieser Audience hier alles ein lösbares Problem ist. Ja, DM-Crypt. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang einen Server bei Hetzner gehabt. Ich habe den einfach so konfiguriert, dass der bei dem Hauptserver, den ich hatte, wo die Virtualisierung drauf lag, die ganzen anderen Partitionen liegen halt in einer verschlüsselten Partition und dann muss ich mich halt erst per Hand einloggen und einmal die Partitionen halt quasi mounten. Ja, aber ne, das ist halt immer eine Frage, wie man seine Paranoia betreibt. Also mein aktueller Server hat zusätzliche Sicherungen, dass man nicht so einfach so den Deckel abnehmen kann beim Schraubenzieher, ne? So um den Cold Boot Attack schwieriger zu machen. Paranoia ist da beliebig erweiterbar. Du hattest noch eine Frage. Ja, du hast vorhin gesagt, dass man selber nachgucken kann, ob man selber auch irgendwo in diesen Nachrichten ist. Ja. Ja, ja. Das ist meistens kein großes Punkt. Also das ist meistens bei den meisten Leaks gibt es irgendwo einen Hinweis auf eine Pastebin-Adresse und da liegt dann irgendwie eine Torrent-Beschreibung drin, wenn das größere Leaks sind oder direkt so. Das Hauptproblem ist, dass man schnell genug sein muss, bis dieser Pastebin weg ist. Also dass dann meistens, wenn der Leak rauskommt, 1 bis 2 Tage Zeit, bis der Pastebin wieder weg ist. Und da stehen dann die Daten drin so. Und ich saug das gerne dann auf meinen Server, dann habe ich auch eine schnelle Verbindung dahin. Und es gab da mal so ein Projekt von, ich weiß, ich habe da früher mal ein paar Vorträge drüber, das ist Cable Leaks. Grundsätzliche Problematik, als diese ganzen Government Leaks, die es da gegeben hat zu den USA, die Daten lagen in dem Format vor, das waren halt PDFs mit Text da drin. Und dann kannst du halt mit Grep super Kacke drauf suchen. Und Elasticsearch hat halt einen Plugin dafür, dass er das halt einfach lesen kann. Also haben wir uns einen Elasticsearch aufgesetzt und den ganzen Zeug einfach in Elasticsearch geschmissen und Elasticsearch das nachgucken machen lassen. Und dann haben wir festgestellt, dass es eine super coole Lösung ist, was wir da gerade versehentlich gebaut haben, weil wir einfach nur in die Text-PDFs nicht rangekommen sind. Also ist lustig auch so andere Sachen. So, man kann danach auch mit Hadoop noch schöne Spielereien danach auch machen. Big Data, ne? Sollten wir auch alle machen. Wir brauchen eine Big Data-Lösung für Leaks. Weitere Fragen? Ja? Ja, also das ist halt so ein bisschen Detail dieses Spruches mit, das ist halt das Facebook für Softwareentwickler, du musst da sein. Ja, oh ja, nee, ich will jetzt nicht sagen, ja, will ich sagen. Also GitHub ist sicherlich auch ein schöner Moment, um eine schöne Möglichkeit, um Sachen wirklich frei zur Verfügung zu stellen. Und ich schreibe nicht viel Code, aber meine Erfahrung ist, dass in meinem Bekanntenkreis die Leute die Sachen nicht auf einem Git-Server haben, sondern eher so auf 4, 5 oder so. Und irgendwann mit dem Chaos auch nicht mehr klarkommen. Aber und dann wird nur noch GitHub gepflegt und aber ja. Die Sache, die ich mir wünschen würde für die alternativen Online-Plattformen, ist Dezentralisierung.
Also im Moment kann ich das hier vorher machen. Weil ich habe zwar meinen GitHub selber hosten, aber ich habe da nichts, sondern ich gehe davon, wenn Leute suchen, die an meinem Backend arbeiten. Mhm. Bei GitHub habe ich halt eben die Community, die hat ja. Ja, ja. Facebook ist für ganz viele Firmen, zumindest am Anfang insbesondere, eine Möglichkeit gewesen, an einer weiteren Stelle seine Uhr liegen zu haben, wo die Leute dann auf die eigene Homepage kommen. Zumindest war das so die Idee von den Social Media Managern in den ganzen Firmen. Aber seit, also auch auf GitHub sieht man ja ganz häufig mit, ich pflege meinen Code in der Wirklichkeit unter gitlab.chaostref hinter sowieso Dorf. Aber das Problem ist ja auch da ganz häufig das Problem, es ist halt ein Git, man kann halt ganz viele Strukturen davon haben und es gibt dann irgendwann 8 verschiedene Git-Server, wo man seinen Code drauf hat und erst wird auf 3 davon der Code nur gepflegt und leider ist es dann halt wie Facebook, irgendwann die Firmenseite total veraltet, weil auch keiner drauf klickt, weil die einzige Aufmerksamkeit dann halt auf dem Facebook-Account oder dem GitHub-Account dann halt liegt. Klar, du kannst deine Daten an mehreren Stellen hosten, das ist nicht auf GitHub nur beschränkt. Also das Problem ist generell an mehreren Stellen, glaube ich. Eigene Domain. Also heutzutage ist das doch in erster Linie eine Frage, was ist denn überhaupt noch frei von dem Begriff, was ich haben will? Also wenn man halt als Gruppe irgendeinen Namen hat oder so, dann ist typischerweise an dieser Stelle dann die Frage, unter welcher Domain ist es noch frei? Und ich habe alle möglichen Domains. Aber da kann man sich ja schon überlegen, was für Privacy-Einstellungen bei den verschiedenen Top-Level-Domains drin sind. Also bei einer DE-Domain hat man da auch halt gleich mal seine postalische Adresse drin. Also das kann auch nicht. Read the Terms of Conditions. Willst du ein zweites Pirate Bay bauen? Oder ist das einfach nur so für deine normalen Mails? Also, solange man nicht Pirate Bay ist, spielt das meistens nicht so wirklich eine Rolle. Für Staaten wie die USA ist es scheißegal, wo du deine Daten hostest. Die haben Zugriff auf alle von denen. Und bei den Holländern kann sowas dann tatsächlich wirklich mal auch interessant werden oder bei kleineren Staaten. Aber so im Allgemeinen ist das so, zumindest von so juristischer Durchgreiffunktionalität und so, nicht so viel unterschiedlich. Manche Domains erlauben halt quasi ein Privacy Shield dazu vorzuschalten. Privacy Protected Domain, was dann quasi auf eine Anwaltsadresse oder den Provider-Adresse verweist. Aber auch in dem Fall gilt, wenn dann jemand kommt mit einem Stück Papier, wo ein Stempel drauf ist, eine Unterschrift, dann ist das halt einfach auch mal nur eine Privacy-Begrenzung, die gegenüber dem nicht funktioniert. Further questions? Wir sind nämlich durch mit der Zeit. Okay, dann bedanke ich mich, dass ihr so früh am Sonntagmorgen überhaupt noch die Zeit gefunden habt, mir zuzuhören. Ich hatte mich ganz ernsthaft, bin ich davon ausgegangen, dass ich hier vor 3 Leuten sitze und bin tatsächlich positiv überrascht. Wer von euch hat das Gefühl gehabt, dass dieser Vortrag total sinn- und witzlos für ihn war? Okay, wer von euch ist der Meinung, dass dieser Vortrag vielleicht sogar ein bisschen was gebracht hat und hat vielleicht sogar eine Inspiration gefunden, vielleicht jetzt mal in seinem Chaos-Treffen ein bisschen was zu machen? Ja, das sieht doch schon mal super aus. Okay, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und viel Spaß und gute Heimreise von der GPN, wenn ihr dann nachher nach Hause fährt. Applaus